Telekommunikation begangene Straftaten genügen. Sie bleiben damit hinter den verfassungsrechtlichen Maßgaben zurück und gehen im Übrigen über die europarechtlich vorgegebene Zielsetzung der Datenspeicherung weit hinaus. Im Hinblick auf die Gefahrenabwehr und die Erfüllung nachrichtendienstlicher Zwecke oder Aufgaben umreißt das Telekommunikationsgesetz lediglich in generalisierender Weise die Aufgabenfelder, für die ein Datenabruf möglich sein soll. Konkret benannt werden die Verwendungszwecke nicht. Damit wird der Bundesgesetzgeber seiner Verantwortung für die verfassungsrechtlich gebotene Begrenzung der Verwendungszwecke nicht gerecht. Die Bereitstellung eines solchen seiner Zwecksetzung nach weitgehend offenen Datenpools hebt den notwendigen Zusammenhang zwischen Speicherung und Speicherungszweck auf und ist mit der Verfassung nicht vereinbar. Der Verstoß gegen das Grundrecht auf Schutz des Telekommunikationsgeheimnisses führt zur Nichtigkeit der angegriffenen Vorschriften. Die Vorratsdaten, die im Rahmen von Auskunftsersuchen durch die Diensteanbieter bereits erhoben, aber einstweilen nicht an die ersuchende Behörde übermittelt wurden, sind unverzüglich zu löschen. So, meine Damen und Herren, wir verlassen einstweilen den Sitzungssaal. Der Vorsitzende hat die Zusammenfassung des Urteils im Wesentlichen beendet. Die Urteilsbegründung läuft natürlich noch weiter. Ich vermute mal so etwa anderthalb Stunden. Professor Brenner, von Ihnen würde ich natürlich jetzt gern wissen, was heißt das jetzt eigentlich für die Vorratsdatenspeicherung? Sind die gesamten Gesetze da jetzt nichtig? Was ist zu machen? Also ich würde sagen, was Präsident Papia gerade verkündet hat, ist eine schallende Ohrfeige für den Gesetzgeber. Das Ergebnis der Urteilsverkündung besteht darin, dass die Gesetze verfassungswidrig und nichtig sind, die Gesetze, die diese Datenspeicherung vorsehen. Und das ist im Grunde genommen ein juristischer Hammer. Die Gesetze sind so anzusehen, als ob sie von Anfang an unwirksam und nichtig gewesen sind, das heißt praktisch nie in Kraft getreten sind. Eine stärkere Sanktion hat das Verfassungsgericht praktisch gar nicht zur Verfügung. Was macht man denn jetzt mit den gesamten Datenbergen, die in den letzten zwei Jahren gespeichert wurden? Diese Daten, wenn ich das richtig verstanden habe, werden sämtlich gelöscht werden müssen. Das heißt also, der Staat kann auf diese Daten nicht zurückgreifen. Und der Gesetzgeber vor allem wird sich jetzt zukünftig an die Arbeit machen müssen und wird die Vorgaben, die das Gericht formuliert hat, für die Vorratsdatenspeicherung neu formulieren müssen. Es wird also ein komplett neues Gesetz gemacht werden müssen, in dem die Rahmenbedingungen für die Vorratsdatenspeicherung komplett neu formuliert werden müssen. Also wenn ich es richtig kapiere, das Gesetz ist gekippt, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass in näherer Zukunft oder fernerer Zukunft es denn doch noch mal Vorratsdatenspeicherung gibt. Ja, so ist es. Wir müssen ja uns vergegenwärtigen, dass die Richtlinie, die aus Brüssel kommt, sagt, die Datenspeicherung als solche muss eingeführt werden. Und an der rüttelt das Gerücht nicht, an dieser Verpflichtung. Aber das Wie der Umsetzung, das ist Aufgabe des deutschen Gesetzgebers. Und diese Aufgabe hat er bisher nicht erfüllt. Er muss also nachsitzen, muss Hausaufgaben machen und ein neues Gesetz auf den Weg bringen, das den Vorgaben des Gerichts gerecht wird. Und die Vorgaben sind ja doch ganz erheblich, die Präsident Papia eben verkündet hat. Ja, aber wo hat der Berliner Gesetzgeber Fehler gemacht? Er hat wohl eine ganze Reihe von Fehlern gemacht. Wenn ich das der Urteilsbegründung entnehmen kann, besteht der erste Fehler darin, dass die Datensicherheit in dem Gesetz nicht hinreichend beachtet wurde. Und das ist auch durchaus wichtig, wenn wir die Datenskandale der jüngeren Vergangenheit uns vergegenwärtigen. Da wird also der Gesetzgeber erhebliche Nacharbeit leisten müssen. Der zweite Punkt ist, dass es nicht reicht, pauschal auf die Vorratsdaten zurückgreifen zu können zur Verfolgung von Straftaten. Präsident Papier hat gesagt, es muss genau aufgelistet sein, zur Verfolgung welcher Straftaten auf diese Vorratsdaten zurückgegriffen werden kann. Also eine Pauschalermächtigung an die Strafverfolgungsbehörden gibt es nicht.
Der dritte Punkt ist, dass ein Datenpool, auf den gewissermaßen Polizei und Geheimdienste zugreifen dürfen, nicht existieren darf. Auch hier ist die Messlatte extrem hochgelegt worden, sodass voraussichtlich in Zukunft die Geheimdienste, vor allem aber auch die Polizei im präventiven Bereich nicht wirklich mehr auf diese Daten zurückgreifen dürfen. Und ein vierter Punkt, soziale Beziehungen müssen freigestellt werden. Es darf der Staat also nicht ausforschen, wenn ich beispielsweise mit den anonymen Alkoholikern Kontakt aufnehme, solche persönlichen Daten, die aus dem sozialen oder auch religiösen Bereich resultieren, dürfen durch die Vorratsdatenspeicherung nicht in irgendeiner Weise festgemacht werden. Dieser private Bereich muss also auch zukünftig gesichert sein. Wichtig scheint es den Richtern ja zu sein, dass der Staat selbst nicht direkt auf die gespeicherten Daten zugreifen kann, weil diese Daten bei den privaten Providern abgespeichert worden sind. Aber darauf legen die Richter offenbar großen Wert. Das ist sicherlich auch ein ganz wesentlicher Aspekt der Entscheidung. Man will also verhindern, dass gewissermaßen eine staatliche Superbehörde alle Vorratsdaten verwaltet und auf diese Zugriff nehmen kann. Und das Gericht hat gesagt, dass die Daten dezentral gelagert, gespeichert sein müssen, um eben das Entstehen einer solchen Superbehörde, eines großen Bruders gewissermaßen, zu verhindern. Das ist auch eine wesentliche Aussage des Urteils. Also so wie es jetzt geregelt war, ist es den Richtern in Karlsruhe offenbar zu diffus. Man will präzisere Vorgaben, sowohl was die Sicherheit anbelangt, als auch was den Zugriff von Behörden anbelangt. Ja? Also das Gericht sagt, die Vorratsdatenspeicherung als solche ist grundsätzlich in Ordnung, auch diese Speicherdauer von einem halben Jahr. Aber die Umsetzung ist offensichtlich dermaßen schlecht gemacht, ich will vielleicht auch sagen schlamperhaft gemacht durch den Gesetzgeber, dass hier ganz erhebliche Nacharbeit geleistet werden muss und die Schutzvorrichtungen sehr viel höher ins Gesetz eingezäunt werden müssen, als das bisher der Fall war. Danke erstmal, Professor.